Cholesterin ist ein Fett, das der Körper selbst herstellt. Außerdem wird es zusätzlich über die Nahrung aufgenommen. Im Wesentlichen gibt es drei Formen des Cholesterins: das HDL-Cholesterin, das LDL-Cholesterin und das Gesamtcholesterin. Ist zu viel Cholesterin im Blut, steigt das Risiko für Gefäßverkalkungen, die Arteriosklerose und damit für Krankheiten wie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Herzlich willkommen! Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz, die lebenswichtig ist für den Menschen, da sie wichtige Aufgaben im gesamten Organismus erfüllt. Cholesterin ist beispielsweise am Aufbau der Zellmembran sowie an vielen Stoffwechselvorgängen des Gehirns beteiligt. Gleichzeitig ist Cholesterin im Körper ein wichtiger Ausgangsstoff für die Produktion von Gallensäuren zur Fettverdauung sowie für die Bildung von Vitamin D und bestimmten Hormonen, zum Beispiel Östrogen, Testosteron und Cortisol. Je mehr Cholesterin in Form von LDL in den Adern zirkuliert, umso mehr Cholesterin kann an den Gefäßwänden haften bleiben. Solche Fettablagerungen sind der Beginn einer zunehmenden Arterienverkalkung, der Arteriosklerose. Je höher der LDL-Cholesterinwert ist, desto höher ist deshalb auch das Risiko, als Folge der Arteriosklerose eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Das gute Cholesterin, das HDL, ist der Gegenspieler des LDL. Die HDL-Teilchen sammeln nämlich das an den Gefäßwänden abgelagerte Cholesterin wieder ein und transportieren es zurück zur Leber. Ein hoher HDL-Spiegel bedeutet also, dass die Adern relativ gut vor Ablagerungen gereinigt werden. HDL vermindert somit das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung und kann auch erhöhte LDL-Spiegel bis zu einem gewissen Grad in Schach halten. Cholesterin senken ohne Tabletten, auch das geht. Wenn bei Ihnen erhöhte Cholesterinwerte festgestellt wurden, sollten Sie Ihren Lebensstil unter die Lupe nehmen, denn manchmal sind erhöhte Werte hausgemacht. Eine abwechslungsreiche Ernährung und mehr Bewegung im Alltag sind natürlich Cholesterinsenker und zudem ein optimaler Herzschutz, ganz ohne Nebenwirkungen. Erhöhte Cholesterinwerte können Arteriosklerose und damit Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen. Um dem vorzubeugen, sollten Sie Ihre Cholesterinwerte auf einem gesunden Niveau halten. Um die Herzgesundheit zu verbessern, reichen oft schon allgemeine Maßnahmen wie eine gesündere Ernährung und mehr Bewegung aus. Wenn Sie dabei an Verzicht und quälende Stunden im Sportstudio denken, liegen Sie falsch. Denn gesund kann sehr lecker sein und auch Spaß machen. Der Lebensstil hat sich geändert. Heute wird weniger körperlich, sondern mehr sitzend gearbeitet. Außerdem ist eine kalorienreiche Nahrung ständig verfügbar. Auch Schlafmangel und Stress können Übergewicht und einen hohen Cholesterinspiegel begünstigen. Eine Ernährung, die arm an sogenannten gesättigten Fettsäuren ist, dafür aber viele ungesättigte Fette enthält, kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Auf Fette ganz verzichten brauchen Sie aber nicht, denn sie sind nicht nur als Geschmacksträger wichtig, sondern Fette werden vom Körper auch benötigt. Vielmehr ist es sinnvoll, gesättigte Fette möglichst durch ungesättigte Fette zu ersetzen, also mehr pflanzliche Lebensmittel und Fisch zu essen als Fleisch und fettreiche Milchprodukte. Setzen Sie gleichzeitig auf viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Nüsse. Diese Art der Ernährung nennt man auch mediterran. Unter diesem Stichwort finden Sie in jedem Buchladen Kochbücher mit leckeren Rezepten. Aktiv sein im Alltag heißt, sich mehr bewegen. Ob Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck, die Zuckerkrankheit, also der Diabetes mellitus, oder Übergewicht. Körperliche Aktivität kann viele Risikofaktoren günstig beeinflussen,
auch den Cholesterinspiegel. Bewiesen ist zum Beispiel, dass regelmäßige Bewegung das gute HDL-Cholesterin erhöht, was Ihre Blutgefäße schützt. Das schlechte Cholesterin, das LDL-Cholesterin also, wird hierdurch leider nicht beeinflusst. Trägt die körperliche Aktivität allerdings zur Gewichtsreduktion bei, dann kann LDL-Cholesterin unter Umständen auch sinken. Hier zählt aber jedes Kilo weniger. Oft reicht es schon aus, öfters zu Fuß zu gehen oder das Fahrrad zu nehmen, dazu die Treppe statt den Aufzug zu bevorzugen. Einen neuen Sport müssen Sie also nicht unbedingt erlernen. Können Sie aber natürlich. Bevor Sie das tun, sollten Sie jedoch mit Ihrem Arzt sprechen, wie viel Sie sich körperlich zumuten dürfen. Abnehmen ist nicht leicht. Viele wissen das aus leidvoller Erfahrung. Methoden gibt es aber viele, darunter zahlreiche Diäten, Trennkost oder Diätkuren. Viele funktionieren nicht so richtig, einige sind umstritten, andere gefährden sogar die Gesundheit. Das alles muss aber nicht sein. Denn abnehmen und schlank bleiben lässt sich auch ohne sogenannte Crash-Diäten. Ein schnelles Abnehmen allein sollte in der Regel nicht das Ziel sein. Denn wirklich gesund ist das meistens nicht. Stattdessen heißt die Devise langsam und dafür lang anhalten. Dabei kommt es auf zwei Dinge an: Bewegung und richtiges Essen. Wer seine Ernährung umstellt und sich mehr bewegt, hat den ersten Schritt zum gesunden Abnehmen bereits geschafft. Eine gesunde Ernährung lässt sich viel leichter durchhalten, wenn das Essen auch gut schmeckt. Deshalb gehört es beim Abnehmen dazu, etwas über gesunde Rezepte und gesunde Lebensmittel zu wissen. Mit den richtigen Produkten und den richtigen Zubereitungen erhalten Sie alle wichtigen Nährstoffe und verringern langsam, aber nachhaltig auch Ihr Gewicht. Und noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Werden und bleiben Sie rauchfrei. Das Rauchen aufzugeben senkt allgemein das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und verbessert auch ansonsten die Lebenserwartung, egal wie hoch der Cholesterinwert ist. Es lohnt sich daher in jedem Fall mit dem Rauchen aufzuhören, selbst wenn ein erhöhter LDL-Cholesterinwert dadurch gar nicht sinkt. Zudem gilt, der Rauchstopp lässt das gute HDL-Cholesterin ansteigen. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinschauen und wünsche Ihnen eine gesunde Woche.